Hi, liebe Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder Promi-Praktikantenzeit und ich habe einen da, Emir. Emir Bayrak, servus. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. Es geht ein Traum in Erfüllung. Wirklich? Ja. Wolltest du schon immer in Kiosk arbeiten? Ja. Hast du mal ordentlich gearbeitet oder machst du nur TikTok? Ja, ich habe mal Zeitung ausgetragen. Wie hast du Zeitung ausgetragen, so wie ich früher? Du kriegst diese Pakete, gehst zur nächsten Papiertonne und sagst ausgetragen oder hast du sie ausgetragen? Muss ich was dazu sagen? Nein, wir gehen rein. Okay, wir gehen rein. Meine Lieben, natürlich steht ein Schild dran für alle Kunden. Hey, es wird gedreht. Die wissen, dass sie gefilmt werden, wenn sie reinkommen. Plus ein junger Mann, der immer sehr motiviert ist. Marvin, du? Achso, ich. Steht draußen und sagt, ey, heute sind Filmaufnahmen. Und dann unterschreiben die das immer. Genau. Sehr gut. Ich hätte mir eine Jacke angezogen. Emir, das ist Pascal, der wird dir jetzt erstmal das Kassensystem erklären, okay. Kaffeemaschine und so, dass du gleich bereit bist, wenn die Kunden kommen. Ich mache in der Zeit ganz normale Schicht, aber hier, okay. Vollgas Pascal. Super. Okay. Guck mal, für dich, guck mal, es ist super einfach. Am besten, du klickst immer hier auf den Button, weil da siehst du alle Produkte rein. Ach, Pascal, da fällt mir gerade ein. Ja. Der Emir hat ja eine Snickers-Challenge. Der braucht das Kassensystem gar nicht, Wieso? Weil du heute alles im Kopf rechnest. Nein. Und alles, was der Kunde... Du brauchst das Kassensystem gar nicht. Du stehst hier, rechnest zusammen, ich sag dir die Preise. Ich kann das nicht. Doch, es ist relativ einfach. Hallo. Hallo. Ich hätte gern einmal den Crisp. 1,20. Okay. Ich gerne die gelben. Und 1,20. Ja. Komm, ich habe heute noch eine Autofahrt vor mir. Ich nehme die 2 ab. 1,50. So, jetzt musst du ihm den Gesamtpreis sagen. 3,90. Sehr gut. Wow. Aber du hast mal wieder kein Geld bei. Kein Bargeld. Genau. Wenn er jetzt Kartenzahlung, hast du Glück. Aber was ist, wenn er dir jetzt 50 Euro geben würde? Wie viel kriegt er zurück? Okay, haben wir geklärt. Das wird deine Snickers-Challenge. Ja. Natürlich bleibt es nicht nur beim Kopfrechnen. Emir wird noch andere Sachen machen. Plus, ich und Snickers machen sie ein bisschen härter. Es werden verschiedene Kunden reinkommen, zum Beispiel ältere Leute, die gerne mal Sachen austauschen. Und was kostet das nochmal, was das? Ich bin mal gespannt, wie er rechnet und wie doll das Kassenminus am Ende ist. Emir, wir kriegen auch immer Zeitung. Ja. Das ist so die alte Zeitung. Okay. Und wir schicken immer die alte Zeitung zurück. Dann nimmt man sich so eine Schere, ein bisschen Strippe. Ja, und dann einfach drüber. Genau, und dann festmachen. Ja. Ja, du bist ein Profi, sehr gut. Ja, natürlich. Du kriegst das alles von mir, aber auch noch meine Spaßbrille. Mit der wird alles spaßiger. Setz die mal bitte auf. Okay. Ich weiß nicht, ob die Spaßbrille und eine Schere so eine gute... Oh mein Gott. Hey, Alter. Hier. Wow. So. Aber guck mal, der nimmt die ja und trägt die dann... Mir wird irgendwie schwindelig. Am einfachsten ist es, du nimmst es einmal hier runter, ziehst es so einmal fest. Ja. Oh, meine Augen tun weh. Und dann, wenn jetzt ein Knoten ist und der Typ die trägt, kann nichts rauskommen. Ah, okay. Und einmal umdrehen. Und ja. Oh, mir ist so schwindelig, das ist ja nicht mehr normal. So, kannst du abnehmen, ist fertig. Ach so, okay, ja, easy. Ja, easy. Pascal, hat er die Challenge geschafft oder nicht? Aber sowas von. Oder? Ohne Hilfe. Ohne Hilfe. Morgen. Morgen. Morgen! Cola! Hinter Ihnen genau, da ist eine Pepsi, eine Fritz-Cola, alles was das Herz begehrt. Hä, das ist keine Cola. Jetzt hat er einen Red Bull genommen, das ist ja, der Kunde ist König. Wenn er sagt, er will ein Schwein und kommt in einer Giraffe rein, ist das auch okay. Oh, okay. So. Kurier 1,20? Ja. 2,50? 2,50? Oh, ich glaube, das... Ja. Irgendwas muss man wieder, das nimmt man das. Okay, doch nicht 2,50, ja? Wieder 2,50 runter. Geld reichen. Ja, 1,80 und 1,50. 7 Euro bitte. 7 Euro bitte? 7 Euro. Wie viel kriegt der Herr zurück? 3. Also komm, also Aaron. Ich frag dich. Tschüss. Tschüss, schönen Tag noch. Danke. Das könnte ein teurer Tag werden. Warum? Warte, was passiert denn, wenn ich es falsch sage? Nichts, dann habe ich Kassenminus. So, du hast die erste Challenge geschafft. Du kriegst jetzt von mir 13 Sekunden Zeit, die Box voll zu machen. Weißt du, warum du 13 Sekunden kriegst? Warum? Weil ich 13 Fragen in Folge bei Günther ja auch richtig beantwortet habe. Verstehe ich jetzt nicht? Nicht schlimm. Auf die Plätze, fertig, los. Also egal wie viele. Ja, egal wie viele. Oh mein Gott, oh mein Gott. 10, 2, Schluss. Och Mann. Komm, das ist vom Boden darfst du nehmen. Darf ich? Ja. Boah, danke. Aber sehr gern. Weil die sind auch noch so schön Müsli. Letztes Mal hat der Betty nur 3 geschafft. Vielleicht schaffst du mehr. Okay, meinst du, schaffst mehr als Betty Taube? Ja. Boah, es wäre peinlich, wenn ich es jetzt nicht schaffe. Ja. Scheiße. Wie bist du eigentlich in Sachen Sport? Schlecht. Sehr gut. Wir werden mit dem nächsten Kunden oder Kundin, wenn wir einfach ein Sportspiel machen und du kannst eine Snickersbox gewinnen. Hallo. Ah, okay. Deine Chancen sind gerade gestiegen. Ach, ich nehme das mal hier.
Können Sie was empfehlen? Ich liebe sehr doll das Käse-Sandwich. Was ist das für Käse? Gouda. Die Dame, ich würde Ihnen jetzt noch ein Angebot machen. Ja? Sie könnten Ihren Einsatz verdoppeln. Sie könnten noch einen Snickers kriegen und noch ein Sandwich. Sie müssten nur gegen den jungen Mann im Tor anschießen, antreten. Wir haben eine Torwand da, ich baue die mal auf. Oh ja. So. Okay, ich schieße. Ja. Eins, zwei, drei. Nee, die Dame ist dran. Junge, zieh dich warm an. Ach du Heilige. Nicht daneben ist auch vorbei. Ja. Okay, dann machen wir es von hier. Oh, Emi hat getroffen. Die Dame, Sie sind dran. Emi hat leider gewonnen. Dann haben Sie leider nichts doppelt gewonnen, aber auch nichts verloren. Ja. Dumm gelaufen. Ja. Gut geschossen. Ich habe mir Mühe gegeben. Wir sehen Sie sicher bald bei den Bayern. Also bin ich mir sicher. So, und wir können die nächste Kioskbox machen. Also, okay. Tschüss. Ciao, schönen Tag noch. Du hast 13 Sekunden wieder Zeit. Nächste Box. Bescheid. Los. Ja. Was? Alter, was machst du? Ja, du kannst jetzt nicht einfach alles nach mir schmeißen. 9, 4, 3, 2, 1, stopp. Das, was ich alles jetzt nicht zähle, ist nämlich schon gut voll. Ja. Alter, die ist ja voll. Was willst du noch? Stark. Dankeschön. Oh. Und Pascal, Emil, zweite Box, werden wir natürlich auch unterschreiben. Hallo. Achso, hallo. Ich hab Bock auf einen Salat. Achso. Salat. Emil, was für einen Salat würdest du denn empfehlen von denen hier? Gibt's einen ohne Fleisch? Wir haben einmal Caesar und einmal hier den würde ich nehmen, den da vorne. Aber da ist auch ein bisschen Schinken bei. Das eine Caesar hätte ich gerne. Ach so. Ja. Was ist Caesar? Caesar ist der andere, wo Caesar draufsteht. Kommt noch was dazu? Der ist ja, hier sind Snickers. Snickers, ja. Ich biete doppelt oder nichts an. Jetzt musst du in die Kamera gucken. Ich biete an doppelt oder nichts. Muss ich das in die Kamera sagen? Ja, und singen. Ich biete, was noch mal? Ich biete an doppelt oder nichts. Ich biete an doppelt oder nichts. Noch mal ein bisschen mehr singen. Ich biete an doppelt oder nichts. Sehr gut. So, wir können auf die Torwand schießen. Wenn Sie treffen, ist es umsonst. Ja, ja. Wenn Sie verlieren, kann ich das Restgeld behalten. Klar, nochmal. Okay. Wir machen von hier abwechselnd, egal welches Loch, wer zuerst trifft, hat gewonnen. Boah, das war knapp. Das war knapp. Oh, keine Snickersbox für dich. Und der Herr kriegt es umsonst. Emil, du kannst nicht 5 von 5 mehr schaffen, weil du hast eine verloren, 2 hast du schon gewonnen. Ich wollte unbedingt die 5 Boxen gewinnen. Ja, das ist echt doof. Ich glaube, du hattest nicht genug Kraft. Soll ich dir was für die Kraft geben? Bitte, ja, ich brauche das. Wirklich? Ja. Du hattest gesagt, Creamy hattest du noch gar nicht, oder? Nee, hatte ich noch nicht. So hast du wieder Power. Hoffe ich für dich. Ja. Besser? Besser. Willst du den nächste zweiten Runde? Haben oder kann... Ich dann behalte den. Hier, Marvin, komm mal her. Hallo, das ist Applaus für Marvin Wildhage. Ach, servus, Emil. Emil, das steckst du mir immer ins Ohr. Ich gehe nach hinten und dann gucken, ob du mich hörst. Boah, jetzt bin ich aber aufgeregt. Mal schauen, ob ich den Aaron höre. Ich hoffe irgendwie nicht. So, ich bin guck in die Kamera und sag hallo, da bin ich wieder. Hallo, da bin ich wieder. Ich auch. Und Hagi war heute auch nicht da? Und Hagi war heute auch nicht da? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Tatsächlich nicht. Ich bin direkt hergekommen aus dem Bett. Ich glaube, du brauchst einen Snickers. Ich glaube, du brauchst einen Snickers. Oh ja. Reinbeißen und in die Kamera zwinkern. Und in die Kamera zwinkern. Snicker. Na dann. Ja. Und man spricht nicht mit vollem Mund. Man spricht nicht mit vollem Mund. Jetzt warten wir erstmal, bis du runtergeschluckt hast. So, nee, Marvin, wir warten jetzt. Dann warten wir alle. Danke, Marvin. Mhm. Kaum hat der Heido Hype gemacht, denkt er auch, er ist Beyoncé. Kaum hat er Hydro-Hype gemacht, denkt er, ist Beyoncé. Kannst du noch mal in die Seite pieken und sagen, der Bär? Der Bär. Ach, ja. Und noch mal. Der Bär. Hier ein Snickers. Nö. Hier ein Snickers. Jetzt musst du ihm auch einen Snickers geben. Jetzt muss ich dir einen Snickers geben. Danke. Musst du jetzt aber selbst bezahlen. Hallo. Hallo. Unsere Sandwiches sind yummy, yummy lecker. Ja. Okay. Das sieht man auch an Marvins dicken Bauch. Marvin, zeig doch mal den Bauch. Ungerne. Hallo. Hallöchen. Ich kann Ihnen mal einen Tanz zeigen. Damit bin ich reich geworden. Ja, mach mal bitte.
Jetzt mach einfach einen Tanz. Ja? Zack, so einfach geht das. Zack, so einfach geht das. Hallo. Ich glaube, du brauchst einen Snickers und eine zum Umarmung. Zum zweiten Mal. Ja. Nee, von dir will ich keine Umarmung. Weg. So, das mit dem Mann im Ohr mit mir hast du wirklich Weltklasse gemacht. Danke, ich habe Tränen gelacht. Ich hätte es dir nicht zugetraut. Echt nicht? Ja. Also wirklich, das, die Aufgabe hast du mit Bravour bestanden. Ich hatte so einen Spaß. Ich mach die jetzt ganz voll. Oh mein Gott. Reiß das Ding nicht runter. Drei. Ich hab's kaputt gemacht. Stopp. Hab das Ding mit. Ja, genau. Ist egal, packen wir auf Pascal. Übrigens, die Box könnt ihr bei Snickers auf dem Profil gewinnen. Jetzt gerade ist da ein Posting online gegangen. Bab, könnt ihr gewinnen. Mega macht gut. Auf jeden Fall mit. Mein Lieber, ja. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Ich bin danke. Immer noch von deinen Fernsteuerkünsten wirklich begeistert. Dankeschön. Ich entscheide nicht, ob du das Praktikum geschafft hast. Das macht Pascal. Von dem, was ich mitbekommen habe, war es immer nett, was vorkommt. Danke. Hast du mal richtig gerechnet? Danke. Glaube ich zumindest. Immer. Er hat mehr richtig gerechnet als falsch. Gut, das heißt für mich fast alles passt, top, bestanden. Wenn ihr die Boxen gewinnen wollt, geht auf das Instagram-Profil von Snickers. Erster Link in der Videobeschreibung, da werden die verlost. Bei der letzten Box gibt es was Besonderes. Und zwar kann Pascal dir die ersten 5 Sekunden helfen. Ah, okay. Auf die Plätze, fertig, los. Oh Gott, ich wollte noch ein paar M&M's, oder mach du hier und ich gehe da hin. Warte. Oh. Pascal, du bist raus. Nein, 5, nein, nein. 4, 3, 2, 1. Oh, ist die schwer, halt mal. Die ist richtig schwer. Okay. Oh, die sind ja wirklich schwer. Ja, oh. Das ist eine fette M&M-Packung. Okay. Vielen Dank, dass du heute mitgemacht hast. Gerne. Das war mir ein Fest. Du kannst jederzeit hier arbeiten. Ich guck mal. Wenn ich mal Zeit habe, ja, oder in Berlin Zeit bin. Genau. Wenn ihr Zeit habt, geht bei Snickers auf Instagram vorbei, macht beim Gewinnspiel mit. Die Dinger sind randvoll plus Autogramme. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschö.